Kapitel 32. Das Leben ist keine Geschichte. Die Sonne stand bereits recht tief. Kell und Mashadow saßen beide untätig in Auroras Haus herum, gespannt, ob das wohl nun bald auftauchen würde. Noch war sie nicht sonderlich lange weg, von daher erwartete das Team nicht, dass es schnell gehen würde. Was genau Mashadow tat, beachtete Kell nicht einmal wirklich, also hatte er keine Idee. Das Akani selber nutzte die Zeit und stöberte etwas in Auroras Büchern. Letztes Mal, als er dies getan hatte, hatte er zum ersten Mal von Epsilon erfahren. Nun hoffte er vielleicht, irgendwelche für ihn nützlichen Informationen zu bekommen. Als die Sonne jedoch schon beinahe ganz verschwunden war, schreckten beide auf. Ein lautes Krachen tönte durch ganz Kira Town. Was zur Hölle war das? Es ist doch nichts mit dem Generator falsch, oder? Besorgt, dass der Schatten recht behalten könnte, blickte Keller aus dem Fenster. Außerhalb des Hauses wirkte alles normal. Hätten sie es nicht gehört, hätte das Duo geglaubt, dass nirgendwo etwas vorgegangen wäre. Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Aber ich denke, wir können es vermutlich ignorieren. Hoffentlich. Diese Idee stieß schnell auf Zustimmung, auch da Mashadow wusste, dass sie ohne jegliches Wissen über die Situation ohnehin nichts bewirken könnten. Es vergingen rund 20 weitere Minuten, keine weiteren Geräusche ertönten und der Lärm wirkte schon beinahe vergessen. Auch Mashadow und Kell hatten sich wieder ihren Beschäftigungen gewidmet, dieses Mal jedoch etwas weniger vertieft. Zum zweiten Mal erklang nun ein Geräusch. Es war deutlich leiser und wirkte viel einfacher zu identifizieren. Laute, schnelle Schritte, welche sich dem Haus zu nähern schienen. Kurz darauf ertönte ein lautes Klopfen an der Tür. Aurora war anscheinend bereits heimgekehrt. Sofort begab sich Mashadow zur Tür und öffnete sie. Als Polana Vatra jedoch erblickte, wer dort stand, begannen die Sorgen der beiden drastisch zu wachsen. Es war nicht Aurora, die wieder heimkehrte. Stattdessen stand hier vor der Tür Amagaga, der eigentlich mit Aurora unterwegs sein müsste. Teile seiner Mähne schienen angebrannt. Das Fossil trug viele Narben mit sich. Es wirkte, als wäre er gerade eben in einem Kampf beteiligt gewesen. Kell, Mashadow, es ist Aurora, Epsilon. Als Kell diese Namen hörte, schreckte er sofort auf. Epsilon? Was war geschehen? Komm runter und sag uns, was passiert ist. Für einen Moment schnappte Amagaga hastig nach Luft. Jedoch schaffte er es anschließend, seine Atmung etwas zu beruhigen. Aurora und ich, wir waren auf dem Cliff nahe dem Strand. Wir hatten unser Gespräch und alles lief perfekt, bis auf einmal ein riesiger Knall das Cliff selbst zerbarst und die Felsen stürzten auf den Strand zusammen mit mir und Aurora. Ich hatte es recht gut überstanden wegen meinem Typen, sie sah aber relativ verletzt aus und bevor ich Hilfe holen konnte, Epsilon ist auf einmal aufgetaucht. Er hat uns angegriffen und mich ausgenockt. Als ich aufgewacht bin, war sie vor der Aurora auch. Kurz brauchte Kell, um die Nachrichten zu verarbeiten. Es kann doch nicht. Ist Aurora am Leben? Weißt du das, Amagaga? Das Fossil blickte nur traurig auf den Boden. Ich weiß es nicht. Aber so wie ich Epsilon kenne, die Chancen stehen nicht hoch. Ohne auf weitere Worte zu warten, trat Kell wieder in den großen Wohnraum und ließ Mashadow mit dem verwundeten Ligaleiter zurück. Wie konnten sich die Dinge so schnell zum Schlechten wandeln? Noch vor Stunden hatte er mit Aurora trainiert, geschwätzt und die Zeit verbracht. Nicht einmal verabschieden konnte er sich, bevor sie gegangen war, und nun sollte es einfach so vorbei sein. So schnell endete die Reise des Team Polana Vatra. Nun, nicht des gesamten Teams, aber das Teams, wie es vorher existierte. Aurora, die Leiterin Polana Vatras, das Herz der Gruppe, war einfach fort. So simpel.
war es für Epsilon gewesen? Noch vor wenigen Tagen hatte Kell geglaubt, sie hätten Epsilon bezwungen in einem dafür zu einfachen Kampf. Und nun hatten sie auf die genau selbe Weise verloren. Nur mit einem Ohr hörte er noch zu, was Amagaga und Mashado noch besprachen. Aurora, das Pokémon, welches ihm eine Chance gegeben hatte. Eine wahre Chance. Ohne Aurora hätte er auch in dieser Welt nichts erreicht. Und er hatte sich vorgenommen, auch wenn es sein Leben kosten würde. Hauptsache Aurora gewann ihren Krieg. Die Tür fiel ins Schloss und Mashado trat ebenfalls in den Raum. Nicht ganz so niedergeschlagen wie Kell. Und was jetzt? Wie sollen wir weitermachen? Ohne jede Orientierung im Leben sah Kell keine Pfade mehr, doch sein Teampartner wirkte nicht bereit aufzugeben. Wir werden morgen wieder zur Liga zurückkehren, mit Amagaga sprechen und trainieren. Wenn ich in all der Zeit etwas über Aurora gelernt habe, dann ist das, dass ich sie nicht aufgeben werde. Wenn ich nicht sicher sein kann, dass sie wahrlich tot ist. Sie ist stärker, als du vielleicht glaubst. Wenn jemand das wissen muss, dann bin ich das. Und auch wenn sie nicht mehr am Leben sein sollte, dann müssen wir in ihrem Namen weitermachen. Dieser schiere Optimismus des Schattenkriegers kam für Kell sehr überraschend. Doch der Zuspruch war gewesen, was er brauchte. Vermutlich hast du recht, aber warum behauptest du Aurora so gut zu kennen? Du kennst sie selber erst seit ein paar Monaten. Auf diese Frage schien sein Teampartner keine genaue Antwort geben zu wollen. Ist eine schwere Geschichte, aber keine für den heutigen Tag. Sagen wir, ich kannte sie länger, als sie selber es wusste. Wir sehen uns morgen. Ohne überhaupt die Gelegenheit für eine andere Frage zu lassen, schwand der Schatten im Boden und war fort. Kell blieb alleine zurück in Auroras nun verlassenem Haus. Für einen Moment überlegte er, sollte er überhaupt bleiben? Doch um dies zu beantworten, stellte er sich eine simple Frage. Was würde Aurora wollen? So entschied er sich schließlich, sich einfach schlafen zu legen und schwor sich eines. Epsilon war sich nun vermutlich sicher gewonnen zu haben. Seine größte Feindin hatte er vermutlich geschlagen. Aber Kell würde ihm das Leben zur Hölle machen. Der Plot-Echter würde fallen, selbst wenn Aurora dem nicht beiwohnen könnte. Die Sonne ging auch am nächsten Morgen wieder auf. Auch wenn Kell sich so fühlte, als hätte sie nicht das Recht dazu. Immer noch schlummerte Finsternis in ihm, stärker als je zuvor. In dieser Nacht war die Stimme so laut geworden, dass selbst die Schlafsamen nicht wirklich helfen konnten. Nur ein kleiner Funken des Lichtes verblieb, welcher Kell antrieb. Mashado begrüßte ihn schnell, als das Arcani gerade erst das Haus verließ. Sie würden noch einmal mit Amagaga reden, versuchen mehr Details zu erfahren. Nach dem altbekannten Klingeln klopfte Kell an einer großen Holztür. Erst nun merkte er, wie selten er dies bisher überhaupt getan hatte. Sonst war es immer Aurora gewesen, die sich hier zu Wort meldete. Der Gründer im Büro erahnte offensichtlich schon, wer ihm die Ehre erweisen wollte und öffnete sofort die Tür. Kell, Mashado, kommt rein. Keiner der beiden ließ sich zweimal bitten, weshalb sie den Raum sofort betraten. Als sie sich im Büro umblickten, sahen sie, dass der Liga-Gründer inzwischen etwas medizinische Versorgung erhalten hatte. Er trug viele Verbände und Pflaster am Körper. Ich habe eure Ankunft bereits erwartet und weiß natürlich auch, weshalb ihr hier seid. Jedoch gibt es Wichtiges zu erledigen, bevor wir uns über dieses traurige Thema unterhalten müssen. Gebt mir einen Moment. Erneut nahm sich Amagaga das Mikrofon, mit welchem er seine Durchsagen machte. Es war bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass es eine derartige Durchsage gab, welcher Team Polana Vatra selber beiwohnte. Hört ihr mich, Liga? Hier spricht erneut Amagaga. Zoroark von Team Slash. Begib dich bitte schnellstmöglich in mein Büro. Liga, sie wird ab heute eure zweite Leiterin sein. Kurz zögerte das Fossil und warf einen Blick zu seinen Gästen. Jedoch
muss ich euch auch eine schreckliche Nachricht weiterleiten. Epsilon schlug am gestrigen Abend erneut zu und kostete der Liga ein neues, jedoch sehr wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Aurora, Leiterin Team Polana Vatras, welche eigentlich heute hier als eure neue Leiterin stehen sollte, fiel gestern durch einen überraschenden Angriff des Plotkriegers. Ich möchte euch also alle bitten, eure Augen noch weiter zu öffnen als bisher ohnehin schon. Epsilon darf nicht noch mehr Leben kosten. Dafür zu sorgen ist unser aller Pflicht. Kaum hatte er ausgesprochen, drückte er den roten Knopf und seine Durchsage endete. Wieder fiel sein Blick auf das verbleibende Team Polana Vatra. Zumindest das musste ich noch tun. Alles andere hätte sich falsch angefühlt. Nun, da ich zumindest dies noch getan habe, ihr wollt noch einmal über Epsilons Angriff reden, richtig? Ja, wir brauchen jedes Detail. Es ist die einzige Chance, die wir haben, sollte Aurora noch leben. Amagaga blickte Kel an. Den Blick voller Mitleid und Trauer. Hältst du dich wirklich an einer derartigen Hoffnung fest? Kel, so sehr ich es selber glauben möchte. Epsilon hat bereits einmal versucht, Aurora zu töten. Eine derartige Chance lässt sich jemand wie er nicht entgehen. Gerade als das Akani widersprechen wollte, ertönte ein Klopfen an der Tür. Du hast nach mir gerufen, Amagaga? Mit einem Klicken öffnete sich die Tür und Sorak betrat das Büro. Kel, Mashadow, ihr beiden seid auch hier. Es tut mir leid. Kel antwortete nicht. Er wollte nicht, dass alle so dachten, wie sie es nun taten. So gerechtfertigt es auch war. Er wollte einen Funken der Hoffnung behalten, an welchen er sich klammern könnte. Doch dabei von allen Seiten nur Pessimismus zu spüren, half ihm nicht weiter. Auch Mashadow schien diesen Gedanken zu teilen. Dir muss nichts leid tun. Ich glaube erst an Auroras Tod, wenn ich Beweise habe. Misstrauisch blickte die neue Leiterin der Liga den Schatten an. Willst du damit sagen, dass du Amagaga nicht glaubst? Ich glaube durchaus, dass alles geschehen ist. Aber ich glaube nicht, dass Aurora gestorben sein soll. Was genau Soraks Blick ausdrückte, war für Kel schwer nachzuvollziehen. Sowohl Mitleid als auch eine Spur von Trotz waren zu erkennen. Doch beinahe glaubte er, so wie damals bei Monagoras, auch einen Funken Zorn zu erblicken. Irgendetwas machte Soraks Blick so vertraut und doch so fremd. Nun, wenn ihr die Hoffnung noch nicht aufgeben wollt, dann wünsche ich euch viel Glück bei eurer Suche. Es wäre im Sinne aller, wenn ihr wahrlich recht hättet, aber ich muss persönlich sagen, ich stehe eher auf Amagagas Seite, wo wir gerade davon reden. Nun wandte sie sich von dem Team ab und direkt an den eben erwähnten. Amagaga, ich soll wirklich die Leitung mit dir übernehmen? Kurz wirkte das Fossil etwas perplex. Ja, natürlich. Neulich bei unserem Gespräch meintest du doch auch, dass du theoretisch bereit wärst, die Rolle anzunehmen. Offensichtlich war Soraks kurze Persönlichkeitsschwankung vorüber, denn nun zeigte sich erneut das stumme, schüchterne Pokémon, welches im Schatten ihres Teampartners Seraora stand. Ich meine, ja, und das bin ich auch immer noch. Aber bist du sicher, dass Elementara nicht doch eine bessere Wahl wäre? Sie würde vermutlich mehr frischen Wind in die Liga bringen können als ich. Außerdem, irgendwie fühlt es sich makaber an, diese Stelle nun anzunehmen. Wir wissen alle, dass heute Aurora hier stehen sollte und nicht ich. All diese Zweifel schien Amagaga zwar zu verstehen, doch sie sollten für ihn keine Entscheidung treffen. Elementara, ja, sie würde vermutlich noch aktiver werden, aber nach meiner Erfahrung würden wir nicht harmonieren. Sie ist oft sehr eigensinnig und gerade dadurch, dass Aurora hier stehen sollte, es wäre doch bestimmt in ihrem Sinne, die Liga trotzdem neu erblühen zu lassen. Denkt ihr nicht, Kel, Mashadow? Nicht nur Kel gefiel nicht, welchen Unterton diese Frage schon wieder hatte. Es war beinahe, als würde Amagaga aktiv versuchen, den beiden das letzte bisschen Hoffnung zu rauben, dass sie Aurora je wiedersehen könnten. Trotzdem entschied sich Mashadow, eine neutrale Antwort zu geben.
Das ist gut möglich, ja. Zufrieden nickte Amagaga, bevor er kurz nachdachte. Also, es tut mir leid, ihr beiden, aber ich werde unser Gespräch noch einmal verschieben müssen. Nun muss ich erst einmal mit Sorok über die Liga sprechen. Kommt morgen früh wieder und ich verspreche euch, ich werde den ganzen Tag Zeit haben, euch alles zu sagen, was ich euch irgendwie mitteilen kann. Ohne eine Antwort zu geben, verließ Kell schlecht gelaunt den Raum, Machado dicht folgend. Sie waren wohl die einzigen, die noch hofften.